Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. In Folge 51 haben wir euch ja über eine verlassene Strabag-Filiale berichtet, allerdings war diese Strabag-Filiale eher nur ein Zufallsfund, denn ursprünglich sind wir in einem anderen Video auf eine verlassene Omnibus-Werkstatt aufmerksam geworden. Um diese Omnibus-Werkstatt soll es hier gehen und solltest du Folge 51 verpasst haben, dann kannst du die natürlich jetzt hier oben rechts nochmal anschauen. Ansonsten findest du sie auch auf unserem Kanal. Die Omnibus-Werkstatt selbst ist relativ unspektakulär gewesen und ich hatte ursprünglich auch überlegt, ob ich diese Werkstatt halt mit in das Strabag-Video integriere, aber so richtig gefallen hat mir das nicht. Deswegen gibt es das jetzt zwischendurch, zwischen den typischen Videos, die ja immer hier auf meinem Kanal Mitte der Woche erscheinen. Viel erzählen kann ich euch über diese Werkstatt nicht. Das Einzige, was ich euch jetzt mit Ende Mai, Anfang Juni sagen kann, ist, dass diese Werkstatt komplett umsaniert, umgebaut wurde und auch schon wieder von einer anderen Firma genutzt wird. Ebenfalls ist die Strabag-Filiale mittlerweile dort raus und auch dort wird mittlerweile kräftig entrümpelt und entmüllt, sodass dort wahrscheinlich in Zukunft auch wieder eine neue Firma Platz finden wird. Ansonsten gab es keine Geschichte hier zu diesem verlassenen Ort. Ihr seht selbst, es war ziemlich unspektakulär und im Nachhinein gibt es natürlich wie immer noch ein paar Bilder. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns eben zur gewohnten Sendezeit Mitte der Woche mittwochs wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.